12 o'clock rock, gonna rock around the country. Wenn das keine Herausforderung ist. K27S4 kann bei emotionaler Erregung seine Fassung verlieren. Treten Sie zurück. Verhalten Sie sich ruhig und vermeiden Sie Blickkontakt. Jesus, hast du dem Ding eine Seele eingebaut? Ja. Tschüss. Martina, hallo, wie stehen Sie da? Kennen Sie das Gefühl? Sie fahren mit 180 Sachen auf einen Abgrund zu. Die Bremsen versagen und Sie kriegen den Haltegurt nicht auf, weil er klemmt. Dramatisch, dramatisch, dramatisch. Wie ist es denn mit Abspringen? Das am allerwenigsten, Chef. Die Chinesen nehmen uns unsere Maschinen nicht ab. Bei dem, was Sie hier aufführen, wundert mich das nicht. Ganz ruhig, Martina. Morgen bin ich bei Ihnen. Und er wird uns beiden hübschen. Sicherlich. Das ist einfallen. Ja, bitte kommen Sie so früh wie möglich. Mir ist unheimlich. Und denken Sie daran, Martina. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Johannes 16, Vers 33. Chef. Na, Vinzenz? Du bist doch auch nicht nur wegen des Kongresses hier in Liechtenstein, oder? Bitte? Ich verstehe nicht ganz. Hä? Du zahlst brav deine Vermögensteuer in Deutschland, hättest kein Konto hier. Ja, aber dafür schlafe ich gut. Ihr fiskalischen Grenzgänger, ihr braucht ja tonnenweise Schlaftabletten, wie man hört. Hm? Ich glaube dir kein Wort. Ich kann es mir einfach nicht mehr... Entschuldige, ich kann es mir einfach nicht mehr leisten, schlecht zu schlafen, verstehst du? Vinzenz, Vinzenz, was machst du bloß hier in Vaduz? Thank you.
Freuen Sie eine Quittung? Quittung? Ist doch nur was für Versager. Das bist du bestimmt nicht. Der Tiedtke. Der Tiedtke hat eine ganz neue Nummer im Programm. Tiedtke geht Barbados via Weißrussland. Und irgendwo dazwischen fühlen die Scheine einen Schmierseifeltopf und sind clean wie nichts. Tiedtke. Achte dann aber da. Also guter Rat, also wenn Sie dem die Hand geben, ja, gleich die Finger nachzählen. Also jede Wette, dass der Mittelfinger fehlt. Hat er nicht mehr für dich gearbeitet? Ach Gott, das ist doch ewig her. Tempi passati, wie wir... Morgen. Das darf doch nicht wahr sein. Kennst du die Dame etwa? Ja, ich weiß nicht, ob ich das hoffen oder fürchten soll. Ah, also, meine Schöne, wo soll es hin? Wir hätten doch hier bleiben können. Also, hier begegne ich auf Schritt und Tritt zu einem Typen, da kriege ich einfach die Krätze, wenn ich den sehe. Oh, hat doch immer eine Frau ausgespannt. Was ist der? Nein, der nicht. Also, ist es geschäftlich, hm? Du bist ja ein... Kluges. Aber weißt du was, den mach ich fertig. Haben Sie Vinzenz von Don McLean in Ihrem Programm? Ja. Schicksal oder Zufall? Kleiner Tipp von mir. Nie reagieren, wenn einer mit den Fingern schnippt. Danke. Aber der Herr ist einer meiner großzügigeren Gäste. Ah, ja. Entschuldigung. Wer ist denn die Frau? Es ist keine Frau. Ja, aber früher sahen Frauen so aus. Oder habe ich irgendeine Entwicklung verpasst? Was ich sagen wollte, das ist keine Frau, es ist eine Dame. Ja, es ist klar. Also wer ist diese Dame? Das tut mir leid. Dann müssen Sie sie selber fragen. Bei Frauen gebe ich jederzeit Auskunft. Bei Damen habe ich so meine Prinzipien. Das ist ein respektabler Charakterzug. Aber leider nicht für Trinkgeld fördern. Klärchen, ich bin's. Ich hätte gern meine Ruhe. Können Sie das irgendwie arrangieren? Natürlich. Die Dame hätte gerne ihre Ruhe. Ich respektiere ihren Wunsch. Sie doch sicherlich auch. Na schön, mein Profil sagt dir vielleicht nichts, aber en face. En face, das müsste mir doch ein gewisses Lächeln abgewinnen können. Das verstehen wir ja alles, aber nicht heute. Die Dame will ihre Ruhe, en face, en détail oder en gros. Tja, Zimmer 912 bitte her. Bitte sehr. Ja, danke. Lass mich in Ruhe, und zwar subito. Ich glaube, subito heißt so etwas wie plötzlich oder auf der Stelle. Korrekt übersetzt. Sieht nicht gerade nach einer versteckten Liebeserklärung aus, mein Herr. Ach, wissen Sie, bei Frauen weiß man nie so genau Bescheid. Sagen Sie, entschuldigen Sie. In Brüssel denkt man über eine Amnestie bei Schwarzgeld nach, wenn man seine Steuern nachzahlt. Ach ja? Und, hast du sie nachgezahlt? Aber was wäre denn das für ein Geschäft, Vinzenz, dann? Vinzenz! Lass mich 2 Stunden schlafen, bitte. Einen können wir noch trinken. Einer geht noch. Bei uns ist eingebrochen worden. Ich habe es fast geahnt. Wir müssen die Polizei verständigen. Moment, Schätzchen. Wir wurden auch bestochen. Ja, ich rufe jetzt die Polizei. Nein. Das wäre genau das Falsche. Also, in meinem Safe waren Gold, Wertpapiere.
Menge Bargeld, Obligationen. Und jeder einzelne Euro, ein Verstoß gegen die Devisenbestimmung und Steuergesetz. Glaubst du denn, dass du was in meinem Safe ist? War außerdem ein bisschen Schmuck. Ein bisschen Schmuck? Der Freund von Freunde, die Ruhe seiner liebenswürdigen Frau und wohnt in der Nähe, na, der Weisheit. Die Räuber sind unter uns und du kommst mit einem Bibelzitat. Vinzenz, du bist ein... Was bitte? Epicham, griechischer Dichter. Also, und ich finde, er hat recht. Was Besseres als die Polizei finde ich allemal. Gib mir ein, zwei Stunden Zeit. Na gut, sagen wir drei. Reflect in Vincent's eyes of China blue. Vincent's Kröger. Ja. Kripo Vaduz. Mein Name ist Rütli, das ist mein Kollege Brechbühl. Morgen. Würden Sie uns bitte auf Ihr Zimmer begleiten? Und warum, wenn ich fragen darf? Sie dürfen. Aber wir antworten erst oben. Also bitte. Guten Morgen, alter Junge. ich habe zwar keine Ahnung, wie du das geschafft hast, aber vielleicht ist es auch besser, dass ich das gar nicht weiß. Das ist immer das Beste. Musst du schon los? Ja, leider. Und ihr? Ihr bleibt noch? Na, ich denke so zwei, drei Tage. Mhm. Ja. Die Polizei ist im Haus, ja? Und die Steuerfahndung ist auf dem Weg. Das fehlt mir gerade noch. So gesehen, dann können wir auch irgendwo unterwegs frühstücken, nicht wahr? Kommst du, Liebling? Auf Wiedersehen. Ich protestiere. Und zwar energisch. Wie bitte? Ich protestiere und zwar energisch. Das sagen Ihresgleichen in der Regel in solchen Situationen. Na schön, also.
Energisch. Morgen, Herr Kröger. Ist hier noch Platz? Ja, Sie können den ganzen Tisch haben. Ach, Ihr China-Geschäft, das blüht und gedeiht ja so richtig, wie man hört. Und was wissen Sie von meinen Geschäften in China? Wissen Sie, Herr Kröger, in unserer Branche hat doch jeder so seine Quellen, nicht wahr? Ja, und meine Quelle hat mir sagen lassen, es macht einen schlechten Eindruck, sich mit Ihnen sehen zu lassen. Ja. Schönen Tag noch, Herr Tiedtke. Ja, Ihnen auch. Mhm. Frau Waldleitner, bitte. Im Hotel sind Safes ausgeraubt worden. Aufgebrochen. Deshalb sind wir hier. Sie sind im Europol-Computer gespeichert. Im Computer? Ja, da nützt auch Make-up und Namensänderungen und Perücken nichts. Hallo, Liebes. Hast du Besuch? Wer sind Sie? Mein Name ist Vinzenz Kröger, die Dame da ist meine Geliebte und Sie sind von der Polizei. Nach Ihrem Ton zu urteilen. Richtig. Die Herren halten mich offenbar für eine Hoteldiebin. Was? Ja, das ist doch spannend. Einbruch, Diebstahl, Hehlerei, Flucht über die Dächer. Wie lange kennen wir uns jetzt? 12 Jahre, nicht wahr? Also für Frau Vanderboldt leg ich schon meine Hand ins Feuer. Dass Sie dir mal nur nicht verbrennen. Ganz so gut kennen Sie die Dame anscheinend doch nicht. Vanderboldt ist nur Ihr Alias-Name. In Wirklichkeit heißt sie Klara Waldleitner. Ach, was Sie nicht sagen. Aber was fasziniert uns denn bei den Frauen? Das sind doch vor allem ihre kleinen Geheimnisse. Nicht gefunden. Das Zimmer ist super. Ja, dann. Nichts gefunden. Aber bitte noch sind Sie nicht aus dem Schneider. Wir werden Sie weiterhin im Auge behalten und natürlich unsere deutschen Kollegen informieren. Adieu miteinander. Das warst du. Was war ich? Das kommt mir ja alles sehr bekannt vor. Das ist alles so wie früher. Du wartest, bis ich alles zusammen habe und dann reißt du dir die ganze Beute unter den Nagel, oder? Du musst dich nicht mal anstrengen dabei. Na, also das würde ich so nicht sagen. Du. Ja, und dieses verdammte Romanov-Collier? Wer hat mir denn damals diese Kopie untergejubelt? Aber das echte Collier der Zarin ist bis heute nicht aufgetaucht. Und das kann ich schwören. Komm, vergiss es. Fang gar nicht erst damit an. Sag mal, was glaubst du? Ich meine jetzt nur so ungefähr. Hat der ganze Plunder gekostet, den du dir unter den Nagel gerissen hast? 250. 1000. Aber das ist doch gar nicht so schlecht. Pass auf. So rum. Ich gebe dir einen Blankoscheck, ja? Von dir nehme ich keinen Cent. Und wenn ich auf der Straße sitze. Wolltest du dich nicht verabschieden? Gute Show. Aber wirklich eindrucksvoll wird's erst. Wenn du den Scheck tatsächlich zerreißt. Der kennt mich einfach zu gut. Die KS 27S4 spielt total verrückt. Wieso das? Wir müssen 1764 Maschinen aus China zurückrufen. Wenn Sie das sagen, dann müssen wir das eben machen. Wir können den Rücktransport nicht finanzieren. Ach Gottchen, da schickt der Schmilo runter. Wen sollte ich damit rumschlagen? Ich glaube nicht, dass die Chinesen sich darauf einlassen. Wie heißt das so richtig? Immer wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Zahlen Sie gegen diesen Check. Ich liebe dich immer noch.
Liebes. Haben Sie schon mal was vom Collier der Zarin gehört? Ich habe die Ingenieure zusammengerufen. Die können sich den Fehler nicht erklären. Der Ingenieur an sich konstruiert gerne Fehler. Schauen Sie sich das an. Schmuckstücke im Wert von 17,8 Millionen Euro. Also wirklich, das ist eine Bescheidenheit. Also, sowas finde ich dekadent. Was meinen Sie? Würden Sie mir jetzt bitte mal zuhören? Es geht um unsere Existenz. Bitte? Moment. Es geht um meine Existenz. Eine so, ich meine, so schöne und vor allem tüchtige Person wie Sie, man findet jederzeit einen Job. Und vor allem jetzt, der Maschinenbau floriert. Ich arbeite aber gerne hier. Ich meine mit Ihnen. Ich kann doch meinen Chef jetzt in dieser Situation nicht alleine lassen. Das haben Sie jetzt wirklich sehr, sehr lieb gesagt, Martina. Ja, also dann wollen wir mal, ja, dann wollen wir mal sehen, was uns beiden da einfällt. Wo ist hier die Betriebsanleitung? Hier haben wir sie. Ich liebe dich. Oh, immer noch. Wer ist das denn schon wieder? Ja? Grüß dich, Claire. Papa! Du, gut, dass du anrufst. Weißt du was? Dieses Romanov-Collier, das ist wieder aufgetaucht. Ich muss das haben. Erstens aus Prinzip. Ja, zweitens brauche ich Geld. Was guckst du so? Meine Augen. Übrigens, 14:30 hat mir gesagt. 14:30. Jetzt ist es 14:42. Ich hab's nicht so mit der Zeit. Du weißt, wie wichtig Pünktlichkeit ist. Wenn ich nicht bei allen Unternehmungen immer darauf geachtet hätte. Komm, Papa, dich haben sie oft genug erwischt. Bisschen Unpünktlichkeit hätte da überhaupt nichts gemacht. Na, wenigstens das. Wie geht's dir denn eigentlich? Ha? Wie soll's mir schon gehen? Schau dich um. Lauter Kreise. Kommt mir das Ganze vor wie ein Altersheim. Oh, Papa, wirklich? Das war ein Witz. Das ist ein Altersheim. Nur erzähl aber mal, wie es dir geht. Ich habe Vinzenz wieder getroffen. Ja. Nun behaupte aber nicht, dass das ein Zufall war. Wenn ich das wüsste. Und? Plant er ein Ding zusammen? Komm, hör bloß auf. Der hat mich da mal sowas von beschissen. So, und jetzt ist dieses Romanov-Collier wieder aufgetaucht. Verkauft er es oder? Oder hat er es schon verscherbelt? Wie auch immer, ich will es haben und diesmal schaffe ich das. Natürlich schaffst du das, Claire. Bartosch, die Dame hätte gern zu dem Collier und der Brosche einen passenden Ring. Frau Bartosch? Oh, Entschuldigung, ich habe Sie verwechselt. Ach ja, mit wem denn? Mit meiner Chefin. Aber man könnte wirklich meinen, Sie wären Schwestern. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein?
Ich schaue mich ein bisschen um. Bitte sehr. Ach, sagen Sie, sind Sie eigentlich auch bei Jewels and Diamonds in Hamburg? Aber sicher, ich bin die Veranstalterin. Mein Name ist Marika Bartos. Ach, ach, das ist ja faszinierend. Hm. Sagen Sie, und wer bringt denn dieses Collier zur Versteigerung? Ah, das ist Fürst Igor Polnikow. Ach, ach, Fürst Igor Polnikow. Dankeschön, danke. Hier gehört die KS-27S4 rein, was? Also ich sage Ihnen, Martina, so ein Chip schiebt da nicht einfach so einer aus Versehen rein. Sabotage. Ja, das ist klar. Aber wer? Die Konkurrenz. Nee, das glaube ich nicht. Das ist einer aus der Firma. Ja, das ist das Problem. Habe ich jemanden schlecht behandelt? Nein. Vielleicht unter Wert bezahlt? Nein. Sein Haarschnitt kritisiert? Also, als ich mal mit meiner neuen Kurzhaarfrisur ins Büro gekommen bin, da haben Sie gesagt, ich sehe aus wie Jeanne d'Arc, die Johannes den Täufer vernaschen will. Habe ich das gesagt? Mhm. Ja, aber ich bitte Sie, Martina, das ist doch ganz, ganz hübsch formuliert, oder? Ja, wenn man die Blasphemie und die Häresie abzieht, dann ist es tatsächlich komisch. Entschuldigung. Die Karte bitte. Okay. Dankeschön. Am besten gehen wir sämtliche Mitarbeiter durch. Gleich morgen, was meinen Sie? Nee, morgen kann ich nicht. Dann Freitag. Ich kann das ganze Wochenende nicht. Ich muss nach Hamburg. Nach Hamburg? Ja, nach Hamburg. Jetzt essen wir erstmal was, damit wir groß und stark werden. Nicht wahr? Haare. Haare rot. Zopf. Fingernägel. FN. Rot. Krelle. Brille blöd, aber brauchbar. Arsch. Extrem. Sie waren plötzlich so schweigsam. Dass Sie das überhaupt bemerkt haben. Gottes Willen, habe ich wieder so viel geredet? Das nicht, aber manchmal habe ich den Eindruck, dass Sie die Menschen neben sich gar nicht richtig wahrnehmen. Sagen Sie das nicht. Ich kann Sie mit geschlossenen Augen beschreiben. Also, Sie haben dunkelblondes Haar. Sie sind 1,72 groß. Sie haben braune Augen, braun-grüne Augen. Sie haben eine entzückende Figur. Und ganz besonders schöne lange Beine. Ja, wo wollen Sie denn hin? Sie scheinen mich ja doch ein bisschen zu kennen. Ja, aber das sage ich doch. Vielleicht ein paar kleine, ganz unscheinbare Korrekturen hier. Ja? Entschuldigung. Die Haare vielleicht offen. Ach, und das wollte ich Ihnen immer schon sagen, Martina. Vielleicht ein paar andere Schuhe. Ach, Chef. Bitte, Martina, keine Brille mehr. Ja? Vielleicht ein paar Kontaktlinsen. Blau? Blau? Ja. Entschuldigen Sie. Das war ja nur ein Vorschlag. Um ehrlich zu sein, von Frauen verstehe ich wirklich nicht sehr viel. Was soll ich Ihnen sagen? Vor ein, zwei Tagen treffe ich meine alte, große Liebe. Und jetzt raten Sie mal, also, was ist passiert? Sie sind mir schon ein Herzchen, wissen Sie das? Erst laden Sie mich zum Essen ein und dann erzählen Sie mir von einer wiederentdeckten Liebe von früher? Tut mir leid.
In Gefühlsdingen bin ich wirklich manchmal autistisch. Der Herr wird euch, die eine kleine Weile leidet, entschädigen, stärken und kräftigen. Steht im ersten Petrusbrief. Ich weiß. Nein. Na sowas, das ist aber eine Überraschung. So sieht man sich wieder. Ja, das ist ein tolles Restaurant. Kein Wunder, seitdem Sie den neuen Koch aus Banzano haben. Das ist ja die Frau Ahlers. Ist ja toll, ne? Jetzt endlich so richtig an der Seite des Chefs. Um das mal auf den Punkt zu bringen, ja. Sie sind ein ausgemachtes Arschloch. Oh, danke. Aber mit Geld und Erfolg. Von Ihrer Firma sagt man ja, dass sie bald der Bank gehört. Gelungen, Marika. Harvey, mein Freund. Ich werde Sie brauchen. Erste Reihe, wie immer, ja? Ja, Ihr Ticket, bitte. Ein kleiner Moment, bitte. Aber was ist das? Das ist Zeitungspapier. Mein Ticket ist... Das ist verschwunden. Und Kurve, alles Zeitung. Schauen Sie nach hier, da in diesem Computer, da tippen Sie hier und können Sie sehen, da. Wie war Ihr Name? Bartosz, Marika Bartosz. Tut mir leid, Frau Bartosz ist bereits an Bord. Hören Sie, das ist nicht möglich. Frau Bartosz ist hier, ich bin nicht an Bord, oder? Ja, hier ist Schalter 1, hier wirft jemand ein Zeitungspapier um sich. Es wäre ganz gut, wenn jemand vom Sicherheitsdienst kommt, ja? Juweliergeschäft Bartosz, guten Tag. Inga, Fräulein Inga, ja, hören Sie. So, buchen Sie mir bitte sofort nächste Maschine nach Hamburg, ja? Alle Achtung. Kompliment. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in unserem Haus. Ah. Guten Tag. Bitte schön, Frau Bartosz. Zimmer 526. Wie immer. Sagen Sie, ist Fürst Polnikow schon da? Fürst Igor Polnikow? Ja. Er steht hinter Ihnen. Meine liebe Marika. Ich freue mich. Wie lange haben wir uns nicht mehr gesehen? Lange, viel zu lange. Ein Glas Champagner? Ja, von Herzen gerne. Ach, Igor, wie schön unser Wiedersehen.
Kirche. Vinzenz. Nein, ich glaub's nicht. Also, das ist doch ein Zufall. In meiner Branche gibt es keine Zufälle. Nur glückliche und unglückliche Fügungen. Und du bist wirklich eine extrem unglückliche Fügung. Kirche, bitte komm, lass uns einmal vernünftig miteinander reden. Ja, wir lieben uns. Und das musst du endlich mal begreifen. Beschuldigt und entlassen wegen Industriesabotage. Fiat Justitia et Periat Mundus. Recht muss werden und wenn darüber die Welt untergeht. Hm. Denkst du noch manchmal an unsere Tage in Nizza? Du meine Volga-Taube. Ja. Natürlich, ja. Und hast du dein Versprechen nicht vergessen? Bitte, mein... Was? Moment mal. Warten Sie mal, wir haben uns so vieles versprochen. Das Collier nicht unter 2 Millionen Dollar zu verkaufen. Aber ja. Aber selbstverständlich. Ja. Ich bin übrigens nicht mehr dazu gekommen, eine Kopie anfertigen zu lassen. Oh, das ist ja fabelhaft. Du wolltest das unbedingt. Ja, das ist fatal, ist das. Dafür ist das Collier mit 4 Millionen versichert. Gott sei Dank, wenigstens das. Aber mit diesem Schock muss ich erst einmal fertig werden. Ach, würdest du mich jetzt bitte einen Moment alleine lassen? Ich muss mich auch noch auf die Präsentation vorbereiten. Aber natürlich. Du meine Baikalforelle. So ein Blödsinn. Baikalforelle. Als nächstes zeigen wir Ihnen die Schmuckkreation, der Ihre Schöpferin den Namen 1001 Nacht gegeben hat. Eine mutige Mischung aus verschiedenen blauen und weißen Diamanten. Bitte beachten Sie, dass die Ohrringe in Gold und Platin gefasst sind. Einen Applaus für unsere Babs. Vielen Dank. Ah, das ist grandios. Brillante. Gern Sie hinaus. Kommen Sie her. Ah, schöne, wunderbare Rubinen. Ab die Post mit Ihnen. Dem Shootingstar des Jahres vom Vierwaldstätter See. Sie sehen ein Ensemble bestehend aus dem Frühlingstau. Auch entzückend, wunderbar und süß. Oh, meine Kleine, wie sehen Sie aus? Brauchen Sie ein bisschen Perlen? Jede Perle eine Träne, aber nicht weinen, nicht wahr? Tschüss. Bitte beachten Sie, den speziellen Wurf, das Brustbein zu betonen. Wir denken, dass dieses Ensemble eine Zierde für jede elegante Frau unserer Zeit ist. Vielen Dank, Ludmilla. Einen herzlichen Applaus für unsere Ludmilla. Was Sie jetzt gleich sehen werden, ist einer der Höhepunkte unserer heutigen Präsentation. Wir zeigen Ihnen eine Perlenkette mit über 400 Perlen aus den Tiefen des Meeres, dort, wo sich der Indische Ozean mit dem Arabischen Meer vermählt. Einen herzlichen Applaus für uns. Dankeschön. Ah, merci. Der Prinzessin Karin der Zahn. Das ist die Krönung meiner Veranstaltung. Sieben Vögelchen. Das Collier der Zarin. Bartosch, aber ich denke... Bitte denken Sie nicht, hören Sie auf zu denken. Also, wo findet Veranstaltung statt? Ja, aber... Ja, nun, reden Sie schon, wo? Im Ballsaal. Wir hören
Wir geben das Collier. Am besten gleich in den Säck. Soll ich die Kassette schon mal wegtun? Nein, das machen wir gleich gemeinsam. Haben wir schon ein Gebot? Aber ja, fast 3 Millionen Euro. Na bitte. Mehr könnte ich nur kriegen, wenn es mir gestohlen wird, um die Versicherung zu zahlen. Aber, das wäre unrechtlich und unehrlich. Und unappetitlich. Du sagst es, nicht meine Welt. So, bitteschön, kommen Sie. Ich komme mit. Nein, du bleibst hier und passt schön auf, dass uns beide niemand verfolgt, nicht wahr? Einmal schließen. Wunderbar. Also, dann sehen wir uns später. Aber wir in 10 Minuten an der Bar. Aber so lange musst du noch warten auf deine kleine Beikalforelle. Gerne, Beikalforelle. Ja, was ist denn eigentlich hier los? Stretter, was ist das? Hey! Hey! Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie im Anschluss im Namen unserer sehr geschätzten Frau Marika Bartosch zu dürfen. Mein Gott! Bin ich denn hier von lauter Idioten umgeben? No panic. The show will go on. So, prodolcza jetzt. Nie panikujcie. Hallo. Hören Sie bitte öffnen. Hallo, hören Sie mich. Dein Gepäck ist schon bei mir. Ich finde, das ist guter Service. Was ist denn hier los? Steckst du hinter dem Zirkus da draußen? Aber natürlich nicht. Irgendjemand hat ein wertvolles Collier verschwinden lassen. Weißt du was davon? Der Alarm hätte erst in 10 Minuten losgehen dürfen. Bis dahin wäre ich längst auf dem Weg nach Paris gewesen. Und von dort mit einer Wallfahrt nach Lourdes. Das war alles bis auf die Sekunde berechnet. Ich sagte dir, die kleinste Abweichung kann aus dem besten Plan, entschuldige bitte, aber einen Griff ins Klo machen. Du hast denen einen Tipp gegeben, ha? Aber warum hätte ich denn das tun sollen? Denk doch einmal vernünftig. Zwei Dinge sprechen dafür. Erstens, bei mir vermutet man ihn nicht. Und zweitens, du hättest auf einmal eine ganze Menge Bares. Sag jetzt bitte nichts. Du behältst einfach den Scheck aus Vaduz und trägst bloß deine Summe ein. Hm? Was ist du? Es geht doch. Aber du hast ja meine Beute noch nicht mal gesehen. Ich denke, es geht ums Collier. Du bist bloß deswegen hier, ja? Ich bin nur deinetwegen da, begreif doch endlich. Ich bin wie ein liebeshungriger Kater. Thank you.
Regelrecht abstrakt wie ein Astrophysiker, noch als Lyriker, ein Fühler, als ein Analytiker. Wenn der Fluss fließt, ist er nicht mehr stoppbar. Entwickelt sich weiter wie ein Foto ohne Stopper. Sonderbar, nicht sonnenklar. Ach, bitte, sondern nein. Jetzt wird's eng. Du meinst, ne? Ja. Dann müssen wir rein. Das, was ich in die Basis wurde ursprünglich. Denn das, was zählt, ist das, was bleibt. Ich kann diese Zeit betreiben, wenn ich die Einschreitsfront von einer. Ja, Schwierigkeiten sind dazu da, bewundert zu werden, Madame. Gut, so viel steht fest. Ich spüre wieder Leben in mir, meine kleine Wolga-Taube. Hast du eine Wanze in mein Zimmer gepflanzt? Wie, was glaubst du denn? Ich meine, sonst wäre ich doch nicht auf dem neuesten Stand. Du stolze Fregatte der Schwarzmeerflotte. Allerdings nicht vorgestellt. Ah, nicht den Tod fürchte ich, sondern das Leben. Ist von mir. Dann komm, hilf mir doch. Bitte! Du kannst mich doch hier nicht hängen lassen, verdammt nochmal! Also gut. Gut, bitte. Na, das klingt schon freundlicher, ha? Bevor ich mich womöglich hier zu Tode stürze, Claire, bitte sag mir, dass du mich liebst. Schlagertext? Was? Claire, es ist wirklich sehr wichtig für mich. Ja. Ja. Reflecting Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity.
how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen. Komm her, Liebes. Oh ja! Wenn eine Frau ein so herrliches Klavier für einen Mann opfert, ich meine, dann ist also, dann, also, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das, dann hat sie ein großes Herz. Ich liebe dich immer noch. Aber endlich sagst du es. Nee, ich will ja bloß wissen, warum du das auf den Check geschrieben hast. Ich meine, warum sollte ich lügen? Ich liebe dich immer noch. Kann ich den Scheck dann auch einlösen? Ja, aber natürlich. Ich meine, das ist Ehrensache. Weißt du, kein Scheck der Welt kann mir dieses Kollier ersetzen. Ja, klar. Denn hier? Herr Kröger, ich muss mit Ihnen sprechen. Sie haben einen Verbrecher angestellt. Schwielow war's. Was war Schwielow? Er war ein Saboteur und er ist ein Saboteur. Er hat die Chips ausgetauscht im Auftrag von Tiedtke. Dieser Tiedtke ruiniert uns. Ich nähre diese unappetitliche Natter an meiner Brust. Und wer ist das? Ja, das ist meine alte große Liebe. Hör mal, Schätzchen, mach mal Kaffee, ja? Ich habe mit Herrn Kröger was zu besprechen. Und was ist mit Philo? Und entlassen! Was, das ist alles? Schwielow ist eine Schlachtzange. Tiedtke ist die Kanaille. Und die braten wir über Brosch. Ach, Martina, sehen Sie doch schon die Butterrosen Kaffee, ja? Bitte. Sicher, Chef. Dieser Rostbraten ist gegen dich ein Waisenknabe, ha? Es wäre ganz toll, wenn du endlich mal zur Sache kommen würdest. Was beispielsweise führt dich hier in meinen schönen Wellnessbereich? Ungedeckte Schecks, mein Liebling. Sonst noch Fragen? Ich habe nichts gegen ungedeckte Schecks, solange ich sie nicht bekomme. Ach, ich verstehe, was du sagen willst. Du meinst, mein Scheck war nicht gedeckt. Was liebe ich? Ungedeckte Schecks verteilen.
Schätzchen, machen Sie mal einen Kaffee. Schau mal, Liebes. Wenn eine Bank einen Chat nicht einlöst, dann heißt es zumindest in den meisten Fällen, dass kein Geld mehr auf dem Konto ist. Exakt. Die Bank hat uns tatsächlich den Hahn zugedreht. Komm, komm, komm. Du hast genau gewusst, was dir da droht. Okay, was soll ich da lange rumreden? Die Firma ist in Turbulenzen geraten und kleine Hör mir genau zu, kleine Gauner, ja? Die bei mir groß geworden sind. Ja, haben mich über den Tisch gezogen. Ich finde, das ist ein ungeheurer Vorfall. Wie hoch hast du denn den Scheck überhaupt ausgestellt? 250.000. Bitte? In Euro? Ja, was hast du denn gedacht? Peseten? Und dann macht die Bank so einen Aufstand? Du wolltest mir doch nicht etwa das Geld geben, obwohl du eigentlich pleite bist. Nein, nein, wirklich, das ist ein unschönes Wort. Sagen wir, insolvent vielleicht. Also ruiniert auf Lebenszeit. Ja, das trifft zum ehesten. Also nichts, was einem den Abend verderben sollte, nicht wahr? Junge, Junge. Ich habe mir schon immer gedacht, dass Sie eine dunkle Vergangenheit haben. Seine Vergangenheit ist gar nichts im Vergleich zu seiner Gegenwart. Wir beschaffen uns das Geld. Oh, warum komme ich nie auf sowas? Einen Plan? Wir braten den Tiedtke einfach auf dem Rost. Wir? Sie sind ja voller Ideen. Sag mal, was macht die hier eigentlich? Was siehst du da? Das ist meine charmante Prokuristin Martina. Und sonst? Bin ich auch nur eine Frau? Also das kann ich wirklich nur unterstreichen. Ja, 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 ja. Vor kurzem gekauft. Und der Scheich von Bahrain ist jetzt so mein Devisenbringer ärmer. Dann könnte ich ja da drauf wetten, nicht? Ja, wenn Sie wollen. Und wie heißt das denn? Das ist eine Stute, die heißt Tarantella und ist von Kaiserwalzer. Oh, ja, hat sie denn dann auch eine Chance? Ja, 1-7. Also im Moment. 1-7? Mhm. Oh, das klingt ja mal gut. Und mit ein bisschen Glück kann sie auch gewinnen. Und in diesem Augenblick öffnen sich die Boxen. Sofort nach dem Start übernimmt Tarantella die Führung. Etwas verspätet abgesprungen, Alicane, geritten von Mike Blümel und Nara El Barat aus dem Gespiel Tankesform. Jetzt kommt das Feld in den Schlusspunkt. Nagatino an dritter Position, dahinter Tempi Passati. Immer noch Tarantella in Führung, bedrängt von Eukalyptus. Die Pferde nähern sich der Zielgerade. Die Führung hat jetzt Eukalyptus übernommen. Dahinter Tempi Passati und Nagatino. Tarantella ist auf Platz 4 zurückgefallen. Favoritin Tempi Passati ist jetzt an der 500-Meter-Marke vorbei. Eukalyptus immer noch in Führung. Dann kommt der Angriff von Tarantella. Tarantella an Nagatino vorbei. An Tempi Passati. Eukalyptus weiterhin vorn. Tarantella kämpft und kämpft und hat es geschafft. Tarantella geht an Eukalyptus vorbei. Das ist der Sieg. Tarantella ist im Besitz von Herrn Axel Tiedtke. Mir fährt, das hat mir so ein Glück gebracht. Ja? Wie viel haben Sie eigentlich gesetzt? Auch gar nicht viel. Nein? Nur ein kleines bisschen bloß. Ah, aber sicherlich genug, um mich zum Essen einzuladen. Na, ich weiß nicht. Sind Sie eigentlich immer so direkt? Ja, das ist mein Erfolgsrezept. Also, fahren Sie bei mir mit oder haben Sie einen eigenen Wagen? Ich bin mit einem Taxi gekommen. Also. Na, wo soll das denn hingehen? Lassen Sie sich überraschen. Hm.
Ja, fein und mein. Eine Lieblingskombination. Habe ich vor ein paar Jahren von einem Makler gekauft. Aber kommerziell, so richtig interessant wird es erst, wenn die 18 Hektar Grund drumherum mir gehören. Dann wird das hier der Wellness-Golfnabel der Welt. Wollen wir? Oh ja. Herr Dr. Gerber von der Bank hat angerufen. Er will gegen 14 Uhr hier sein. Ja, das ist doch schon mal schön, dass er mich nicht zu sich bestellt, nicht wahr? Ich kann rechnen, so viel ich will. Es wird nun wirklich mehr, ich weiß. Haben Sie denn gar keine Angst? Natürlich habe ich Angst, aber Angst, mein Kind, ist der Spießgeselle von Feigheit. Tja. Bitte? Arbeitsroboter, das ist was Grundsolides. Das hat schon mein früherer Chef immer gesagt. Der hatte lauter solche Weisheiten auf Lager. Dankeschön. Aber er selber hat sich niemals dran gehalten. Ich weiß noch genau, hat immer gesagt, traue keinem, nicht mal dir selber. Und Ihnen hat er dann vertraut, nicht? Und das war dann ein Fehler, nicht? Oh, das war aber jetzt eine ziemlich scharfsinnige Bemerkung. Also dann sind Sie ein Ingenieur. Und ich dachte, Sie machen in Immobilien. Ja. Diversifikation war von Anfang an mein Prinzip. Ja, ich bin sehr erfolgreich im Maschinenbau, genauso als Bauträger und Makler und im Sportstättenbau. In Sachen E-Commerce. Sehen Sie das hier zum Beispiel? Ja gut, da gibt's noch ein paar Schwierigkeiten, aber was soll's. Schwierigkeiten sind dafür da, überwunden zu werden. Das hat dann Ihr früherer Chef auch immer gesagt, nicht? Ja, genau. Und was sind das denn für Schwierigkeiten, wenn ich mal so fragen darf? Ich glaube, das wäre jetzt ein wenig zu kompliziert. Tja, ich bin aber durchaus in der Lage, komplizierte Zusammenhänge zu begreifen, nicht wahr? Aber ich rede grundsätzlich nicht über ungelegte Eier. Sie verstehen, da gibt es zu viele Interessen. Außerdem habe ich sowieso schon viel zu viel geredet. Ich kenne Sie ja gar nicht. Dann werde ich jetzt einmal die Rechnung bestellen. Warten Sie, der Kellner kommt sicher gleich. Ja, Tiedtke hier? Ja, sobald die Aktie auf 130 gesunken ist, dann kaufen wir. Das können Sie auch gerne so eingeben. Okay, bis später. Bitte schön, die Rechnung. Nein, die Dame, die gerade rausgegangen ist, die übernimmt das. Sie hat die Rechnung bestellt und gesagt, ich soll sie Ihnen bringen. Also warum die Frauen immer gleich so zickig sein müssen? Ich muss meine Zulieferer bezahlen. Also beispielsweise British Electronics. Wenn die mich hängen lassen, ja, ich meine, dann... Nee, dann lande ich wirklich im Orkus. Sie wissen, ich habe Sie immer unterstützt. Und das wollen wir bitte auch so beibehalten, ja? Ich meine, in guten Zeiten war das ja auch kein Risiko, oder? Ja, ja, aber ohne zusätzliche Sicherheiten läuft jetzt nichts mehr. Tja. Glauben Sie mir, also... Bei Ihnen schmerzt mich das mehr als bei jedem anderen, nicht? Das ist ein tröstlicher Satz, zugegeben, aber bringt mich nicht so recht in die Spur, nicht wahr? Also wenn Sie verstehen, was ich damit sagen will. Ja, ja, verstehe. Gute Nachrichten aus Fernost. Die Chinesen wollen wieder... Guten Tag, Herr Dr. Gerber. Guten Tag. Das Fax ist um 11 Uhr gekommen. Die Chinesen sind einverstanden mit dem Austausch der Chips vor Ort. Das ist in die Maschine. Und da steht... Die zweite Rate haben wir heute überwiesen. Die letzte werden wir sofort nach Austausch der richtigen Chips leisten. Gestatten Sie mal? Natürlich. Ich meine, das ist ja alles schön und gut, aber ich brauche Geld. Herr Dr. Gerber, ja? Um ganz simpel zwei Ingenieure nach China zu schicken. Ich meine, nicht wahr, unter diesen Umständen hier dürfte das doch kein Problem sein. Also, ich denke, wir könnten die Kreditlinie etwas erhöhen, nicht wahr? Und halten so lange still, bis die Zahlungsanweisung aus China eintrifft. Und das andere besprechen wir dann in Ruhe mal bei einer netten Flasche Wein, nicht? Das ist doch
meine, das ist doch ein Wort. Ja, seien Sie. Entschuldigung. Und ich dachte schon, Axel Tiedtke kriegt das China-Projekt. Tja, ich habe nämlich morgen einen Termin bei Ihnen. Ich war, da wird aber einer Augen machen. Ja, Tiedtke hat einiges bei mir gelernt, zugegeben, ja. Aber eben nicht alles, nicht wahr? Ich meine, so schnell wird das Mündel nicht vormund. Habe ich nicht gerade den Namen Tiedtke gehört? Oh, guten Tag. Ihre werte Frau Gemahlin? Ich arbeite seit 12 Jahren dran. Ja, das ist Dr. Gerber, mein Bankberater, und das ist Frau Clara, Claire Vanderboldt. Ja, kennen Sie Tiedtkes Projekt, Golfanlage, Tennisplätze, Reitstelle und so weiter und so weiter? Naja, wissen Sie ja so, Projekte, naja. Der Mann würde ja lieber heute als morgen anfangen, nicht wahr? Aber er hat ja nur das Schlösschen, das Areal. Das gehört ja nach wie vor der Comtesse de Lafayette, nicht? Und die sitzt ja in Afrika, nicht wahr, und rührt sich nicht. Oh, ja. Der Mann ist ja total verzweifelt, ja. Seine Investoren fangen nämlich langsam an zu meutern. Ah. Ja. Also, Herr Kröger, wie verabredet dann, nicht beim Kniffrau? Martina, was war denn das, um Gottes Willen, für ein Schreiben hier? Das ist das Rezept für süß-saure Haifischflossensuppe auf Kantonesisch. Wie? Erst habe ich den Briefkopf der Chinesen auf ein weißes Blatt kopiert und dann das Rezept darunter. War ganz einfach. Und das da? Und das hier ist meine sehr freie Übersetzung. Oh la la, die lernt aber schnell. Das ist Urkundenfälschung, mein Liebling. Es ist keine List über Frauenlist. Ja, steht im Sirach 25, bitte. Ich möchte nicht wissen, was die sonst noch alles kann. Ja, ich meine, im Grunde genommen ist es doch ganz einfach. Wir verkaufen diesem solargebräunten Winter das ganze Areal der Comtesse de Lafayette. Hä? Und ziehen uns somit, ja, wie soll ich sagen, aus unserem finanziellen Tief. Aber das Land gehört uns doch gar nicht. Wenn die Comtesse hier nicht auftaucht, dann könnte das klappen. Natürlich könnte das klappen. Ich meine, die Comtesse ist sowieso nicht mehr interessiert am Abendland. Die kommt vielleicht, was weiß ich, alle 4-5 Jahre mal vorbei. Wenn überhaupt. Aber kennst du die denn? Naja, nur flüchtig von irgendwelchen, von, weil... Vernissagen. Vernissagen? Ja. Ja? Ich bin's. Hallo, mein Liebes. Lampenfieber wegen morgen? Hör mir mal zu, mein Süßer. Ich habe alles über den Juwelenregen von Hamburg gelesen. Eine Menge Schmuckstücke sind wieder aufgetaucht. Aber das Collier anscheinend nicht. Ja, aber das musst du doch verstehen. Ich meine, wenn man es einmal hat, ich meine, dann gibt man es nur ungern wieder her. Warum geht denn verdammt nochmal der Kurs nicht runter? Gerade dann, wenn ich kaufen will. Dann kümmern Sie sich darum. Ja, Tiedtke? Bonjour, j'aimerais bien parler avec Monsieur Tiedtke, s'il vous plaît. Ja, Tiedtke am Apparat. Très bien, je vous passe la Comtesse de Lafayette. Hören Sie, ich verstehe kein Wort. Darf ich Sie bitte la Comtesse de Lafayette verbieten? Comtesse? Ja, selbstverständlich. C'est cela, oui. Liebe Comtesse, was für eine Überraschung. Wissen Sie was? Ehrlich gesagt habe ich ja nicht mehr geglaubt, dass Sie sich noch mal melden. Ah, oui, oui, oui. Sie konnte zusammen nicht kommen. Das Wasser war viel zu tief. Hören Sie, Monsieur Tiedtke, ich bin nur heute und morgen in Deutschland. Aber wenn Sie wollen, ich bin gern bereit, mir mit Ihnen zu unterhalten über die Grundstücke. Er soll sich nach dir richten, du hast 2 Tage nur.
Aber Sie müssen sich nach mir richten, Termin, please. Hein? Aber liebe Comtesse, das ist doch kein Problem. Nein, 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 wir sind doch flexibel. Also ich würde vorschlagen, mein Anwalt und mein Notar... No. Wann wir wollen, kommen Sie ein schneller Abschluss. Also es müsste schon sein bei meinem Notar, ja? D'accord. hören Sie, es ist die Notariat Obelsbad in der Schlüterstraße. Er hat alle Unterlagen vorliegen und hat einen Vertrag vorbereitet auch. Schön wäre, wenn Sie wegen der neuen Euro... Devisenbestimmung. Devisenbestimmungen, mir ein kleiner Teilbetrag in Bar auszahlen würden. Oh, sagen wir... 2 Millionen. Das ist zu viel. 2 Millionen. 2 Millionen, Sagen wir es 2 Millionen. Ja, also ich glaube nicht, dass es wäre ein Problem für ihn. Aber nein, das ist überhaupt kein Problem. Aber ehrlich gesagt, müsste man natürlich bei so einer finanziellen Transaktion den Kaufpreis erheblich nach unten korrigieren. Das ist doch auch in Ihrem Sinn. Ah, kein Problem. Ja. Das ist doch sehr schön, wenn Sie das auch so sehen, liebe Comtesse. Also dann sehen wir uns morgen, ja? Au revoir, au revoir. Sie hat angebissen! Er hat angebissen. Ja, was ist denn das schon wieder? Ist das ein neues Rezept? Ente süß-sauer? Nein, diesmal ist es wirklich eine Nachricht von den Chinesen. Und es steht genau das gleiche drin wie in dem Rezept für Haifischflossensuppe. Heißt das, die geben uns tatsächlich noch eine Chance? Herr Wantu schreibt, der ehrenwerte Herr Tiedtke hat die Preise sehr erhöht, nur weil er glaubt, er sei jetzt der Alleinige. Der ehrenwerte Herr Wantu schreibt aber, der alleine Anbieter am Markt. Wenn wir es schaffen. Natürlich schaffen wir das. Nichts leichter als das, ist eine Frage der Finanzen, nicht wahr? Ja. Und deiner Logistik. Bitte? Ja. Herr Dr. Gerber, nehmen Sie Platz. Hören Sie, unser Gespräch über die Abwicklung des China-Geschäfts, das vertagen wir, ja? Zunächst müssen Sie mir mal helfen, 2 Mios in Bar aufzutreiben, und zwar bis morgen früh um 9. Hm? Um Gottes Willen, ich war Herr Tiedtke. Sie werden doch nicht etwa erpresst. Nee. Der muss erst noch geboren werden, der das mit mir versucht. Wollen wir mal sehen. Also. Nichts. Das auch nichts. Bis morgen. Oskar soll bloß keinen Alkohol anrühren, ja? Sag ihm das. Keinen Alkohol. Er hat's versprochen. Ja, Liebes, ich werde es versuchen. Wer ist Oskar? Er spielt den Notar. Die Papiere hat er schon vorbereitet. Gefälscht, meinen Sie? Papa muss pünktlich um 10 Uhr im Notariat Hobelspan sitzen. Du bist dafür verantwortlich. Ja, meine Liebe. Papa? Ja. Oskar ist der Vater von Claire. Ich meine, das ist doch so schwer nicht zu begreifen. Hobelspan ist im Urlaub. Er stellt uns freundlicherweise sein Büro zur Verfügung. Und? Weiß er das? Natürlich weiß er das. Oder auch nicht. Also früher hätte ich gesagt, das ist alles unmoralisch. Ja, aber es macht Spaß. Ja? Vinzenz, das ist aber schön. Jetzt endlich los! Ja, Oskar, grüß dich. Bist du vorbereitet? Wir haben nicht sehr viel Zeit. Vorbereitet ist überhaupt kein Ausdruck. Ich bin sowas von präpariert, sage ich dir. Vom Feinsten. Da! Schau dir die Verträge an. Hast du schon mal so schöne Verträge gesehen? Grüß dich, Claire. Ja, die sehen gut aus. Ich meine, du allerdings weniger. Ja, schau mich an. Das wird ein wirklich großer Auftritt, sage ich dir. Soll keiner mehr sagen, they never come back. I come. Also ich komme zurück. Bitte. Wie sehe ich aus?
Wie ein Notar. Ich spiele dir jeden, auch einen vorsitzenden Richter. Oskar, du sollst kein Richter spielen, du sollst einen, verstehst du, du sollst einen nüchternen Notar spielen. Ich spiele dir sogar den Justizminister. Und ich sage dir, den Unterschied merkt keiner. Ich bin wie mein Freund Toto. Oskar, entschuldige bitte, aber ich glaube, dass... Das ist keine Frage des Glaubens. Das ist eine Frage der Identifizierung. Du darfst nicht so tun, als wärst du der Notar. Wenn du gut bist, dann bist du der Notar. Was machen wir jetzt? Immer wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein Lichtlein her. Das kenne ich. Hm? Wissen Sie, ich arbeite eigentlich schon länger nicht mehr, sondern nur noch für ausgewählte Kunden, nicht wahr? Und die Comtesse ist eben so eine ausgewählte Kundin. Verstehen Sie, Herr Tiedtchen, ja? Tiedtke, mein Name ist Tiedtke. Ja. Das werden wir alles feststellen können, wenn wir die Verträge hier einzeln durchgehen. So, ich habe mir erlaubt, den Vertrag vorzubereiten und wie Sie sehen, hat mir die Comtesse für die weiteren Geschäfte eine Vollmacht erteilt. Ja, dann habe ich es also nur noch mit Ihnen zu tun. Es ist eigentlich schade. Sehr schade. Wirklich, wirklich. Sehr, sehr schade. Ja, das Alter. Es ist eine erbarmungslose Seuche. Man wird zu einer Gemüse. Merci. Also dann sind Sie mir nicht böse, wenn ich mir die Verträge so ganz genau angucke. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Trau keinem, nicht einmal dir selber. Sag ich immer. Jetzt werden wir gemeinsam mal den Vertrag durchgehen. Das ist zwar lästig, aber bitteschön, nicht zu vermeiden. Also. Ja, also am liebsten würde ich den Vertrag ja mitnehmen, ne, juristisch noch mal überprüfen lassen und zu einem anderen Zeitpunkt. Oder macht Ihnen das Schwierigkeiten? Aber ich bitte Ihnen, Schwierigkeiten sind dafür bewohnt und zu werden. Hat mein verstorbener Mann immer gesagt? Moment. Das Ganze hat nur einen Haken, nicht wahr? Ich meine, die Comtesse ist natürlich zeitlich, wie soll ich sagen, ein wenig beengt, nicht wahr? Ich weiß nicht. Ich denke, wir sollten es lieber lassen. Mir ist bei diesem ganzen Verkauf nicht wohl, lieber Rubelspan. Ich glaube, ich sollte unbedingt doch noch einmal mit meiner Nichte und Neffe. Ja, das ist ja das andere Problem, nicht wahr? Die Nichten und die Neffen, die haben ja natürlich ganz, ganz andere Pläne mit dem ganzen Areal. Sie verstehen, nicht wahr? Eigentlich, Herr Tiedtke hat recht, man soll nichts überstürzen. Nein. Lassen Sie mal. Ich denke, wir können ruhig unterschreiben. Voilà. Wie der Spanier so sagt. Man sollte aus Geld keinen Fetisch machen. Also genau genommen hat das Unglück der Menschheit begonnen, nachdem der Tauschhandel eingestellt wurde. Ja. Aber bei mir stimmt's. Genau 2 Millionen. Genau. Wir waren gut. Wir waren sogar sehr gut.
Du warst extraordinär. Ja, man hat's oder man hat's nicht. Du hast es. Also um ehrlich zu sein, ich hätte mich... Ja, hätte mich fast in dich verliebt. Ja und? Warum hast du nicht? Weil er dich schon seit langem liebt. Leider. Ach Martina, siehst du, ich hätte dich fast vergessen. Hier, also genau 4,5. Karat? Nein, Dioptrien. Ach Chef. Weil du die Einzige bist, die die Übersicht behalten muss. Wenn ich genau drüber nachdenke, dann bin ich mir ganz sicher, dass du das Collier an dich genommen hast. Ach, Liebes. Komm, man kann auch sein ganzes Leben lang nicht nur misstrauisch sein. Also, da versaut man sich ja jedes Gefühl für Glück. Nee. Nee, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Wir werden das Collier nicht mehr los. Also, wer das in Nizza versteigert, der hat's quasi mir gestohlen. Ja. Und ich hab dich schon verdächtigt. Gut, auf nach Nizza. Weißt du, du bist wirklich nach Nizza? Tja, du hast doch gesagt, wir seien ein ganz passables Team. Ja, soll das heißen, du willst mich tatsächlich mitnehmen? Ja, wir haben was gemeinsam. Und das wäre? Wir lieben beide schöne Dinge. Das ist richtig. Und was wird aus mir? Du fliegst raus. Ich meine, du fliegst nach China. Und vergiss nicht, ab morgen übernimmst du den Laden. Ja, komm. Mhm. Martina, du weinst ja. Das sind meine Kontaktlinsen.